Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe KollegInnen. Ja, haben wir... Ja, haben wir denn keine wichtigeren Themen? Wie oft haben wir diese Frage schon von den GegnerInnen der geschlechtergerechten Sprache hier gehört? Und was dabei sehr auffällig ist, es sind genau Sie, also die GegnerInnen, die ständig über das Gendern reden wollen. Im Februar hatten wir hier die Anti-Gender-Debatte der FDP. Heute haben wir hier den Anti-Gender-Antrag der AfD. Ich finde, Ihr Vorgehen ist so durchschaubar wie unanständig. Sie fantasieren einen angeblichen Gender-Zwang herbei, den es gar nicht gibt, um dann ein Gender-Verbot zu fordern. Sie behaupten, jede und jeder solle so sprechen dürfen, wie er oder sie will, und gleichzeitig wollen Sie Sprachverbote in Schulen und Behörden beschließen. Das passt doch ganz offenkundig vorne und hinten nicht zusammen. Warum tun Sie das? Weil Ihnen die deutsche Sprache so sehr am Herzen liegt? Um zugewanderten Menschen das Erlernen der deutschen Sprache zu erleichtern, wie Sie in Ihrem Antrag behaupten? Mit Verlaub, wer soll Ihnen denn diese Märchen glauben? Ich nicht. Sie befeuern die Debatte mit Ihren Verbotsforderungen nur aus einem einzigen Grund, weil Sie glauben, dass Sie daraus politisches Kapital schlagen können und weil Sie die Gesellschaft weiter spalten wollen. Aber ich sage Ihnen, wir brauchen keine Scheindebatten um ein angebliches Gender-Sprachdiktat, das es gar nicht gibt, und wir brauchen auch keine politisch motivierten Verbotsfantasien. Die Ablehnung von geschlechtergerechter Sprache ist für Sie zu einer Chiffre geworden. Zu einer Chiffre geworden, um emanzipatorische Erfolge in der Frauen- und Geschlechterpolitik in Frage zu stellen. Denn worum geht es beim Gender-Sternchen, beim Doppelpunkt oder beim Unterstrich? Es geht darum, alle Menschen gleichermaßen anzusprechen und sprachlich sichtbar zu machen. Es geht um eine inklusive Sprache, die die Diversität und Vielfalt unserer Gesellschaft abbildet. Es geht also im Kern um Vielfalt, um Anerkennung und Respekt. Und genau deshalb greift es auch zu kurz, bei dem Thema immer nur auf die deutsche Orthographie und den Rat für deutsche Rechtschreibung zu verweisen. Denn auch der Rat für deutsche Rechtschreibung erkennt ausdrücklich an, und ich zitiere hier, dass allen Menschen mit geschlechtergerechter Sprache begegnet werden soll. Und er weist darauf hin, dass dies, ich zitiere nochmal, eine gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Aufgabe ist, die nicht allein mit orthografischen Regeln gelöst werden kann. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Kloß? Nein. Wir brauchen also eine gesellschaftliche Debatte und keine politischen Verbote. In diesem Land sprechen immer mehr Menschen in geschlechtergerechter Sprache. Und es sind gerade auch junge Menschen, die ganz bewusst geschlechtergerechte Formulierungen benutzen, auch im Klassenzimmer. Sie bringen damit ihr Bewusstsein und ihren Respekt für geschlechtliche Vielfalt zum Ausdruck. Und das sollten wir nicht verbieten, sondern das sollten wir ruhig fördern. Sprache ist lebendig. Sprache verändert sich. Sprache verändert sich, weil sich unsere Gesellschaft verändert. Und genau das passiert gerade auch beim Gendern. Lassen Sie uns also die Debatte um die sprachliche Gleichstellung aller Menschen weiterführen. In der Politik, in der Verwaltung, in der Schule und auch in der Gesellschaft. Wir trauen das den Menschen in unserem Land zu. Und deshalb lehnen wir den vorliegenden Verbotsantrag ab. Vielen Dank.